Die News der Woche Nummer 31. Und ja, nicht mehr lange ist es bis zu der Gamescom. Und das Tierheim-Projekt ist auch nur noch einen Monat entfernt. Viel ist noch zu machen. Und der US-Präsident in der USA ist wieder positiv. Wieso, weshalb, warum? Erfahrt ihr ihn? In nächste Woche. So, wo habe ich denn hier? Wir sind wieder da. 24 Stunden veranstalten wir einen Spenden-Livestream für das Nürnberger Tierheim. Es sind viele Projekte geplant, wie Tiere suchen dich. Schwierige Tiere werden vermittelt. Live-Spenden. Lauf mit der Star Wars-Fangruppe in der Innenstadt von Nürnberg. Am 3. auf den 4. September 2022 ab 9 Uhr. Live auf Twitch und YouTube. Mit den ModeratorInnen Lukas, Benjamin und Co. Mit Unterstützung vom Tierheim Nürnberg, Medienzentrum Parabol, Lautcash und Filmproduktion Benjamin. Wir sind wieder. So, einen Moment. Ich habe es sofort. Ja, die Gamescom ist wieder vor Ort in Köln vom 24. bis zum 28.08.2022. Findet die statt. Diesmal sind weniger große Spielehersteller, sondern eher kleine, die nicht so bekannt sind. Ich würde wieder erwarten, dass die Gamescom voll werden wird und weitere Informationen im Trailer von der Gamescom. Gamescom is back in Cologne, Germany. Let the games begin. Get ready to get ahead of the game. Join us at Gamescom 2022. So, ja, Gamescom wird wieder riesengroß und richtig großartig. Kauft euch Ticket und wir machen weiter mit News Nummer 3. Der US-Präsident Joe Biden wurde am Wochenende positiv wieder getestet. So in einer Nachricht aus dem Weißen Haus und auf Twitter geschrieben. Und soll ein Medikament sein. Muss ich nochmal kurz. Na schon. Paxlovid. Ja. Er schreibt noch, dass es ihm soweit gut geht. Da bestätigt auch die erste. Auf Twitter hat er echt geschrieben. Wie echt hat ihr genau weitergeht, weil da ihr hintereinander, er war vorher in Quarantäne, wurde ihr eigentlich rausgelassen und ihr wurde er da irgendwie wieder positiv getestet. Kann viele Ursachen haben. Ich kann echt hier nicht beantworten, aber ich hoffe mal, ihm geht echt soweit gut und dann würde ich sagen, war das auch schon wieder mit News der Woche 31. In ein paar Wochen ist schon die Gamescom und Lauschhilfe ist dann auch. Für mich wird das eine stressige Zeit, aber bis dahin sage ich erstmal schönen guten Tag. Wir sehen uns in einer Woche
bei den News der Woche. Tschüss.